down. For the players. Das ist der Trailer zu Jurassic World Evolution. Ich habe drei Dinge zu euch zu sagen. Zwar erstens, ja, es sieht wirklich genial aus. Also es hat echt verdient, dass sowas mal, ne, wieder kommt mit Dinosauriern, und ich hoffe, es bleibt nicht bei einer App am Schluss. Dann möchte ich wirklich sagen, es ist wirklich schön, dass sowas wieder mal aufgegriffen wird. Klar kann man im Vornherein hypen und dann sagen, das ist atemberaubend. Ja, ja. Das sagt jeder am Anfang. Aber dann rennen alle um ihr Leben und schreien Zeta und Mordio. Aber nein. Jurassic Park, ne, erscheint 2018 für die alle gängigen Konsolen bzw. Next Gen, wahrscheinlich Xbox, PlayStation und PC. Alles andere interessiert mich eigentlich nicht. ja, man muss natürlich wissen, oder man sieht es ziemlich genau, es hat sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit dem vor über wahrscheinlich 15 Jahren mittlerweile erschienenen Jurassic Park Operation Genesis. Dazu komme ich noch gleich. Und ich streiche es mir ganz groß an, dieses Spiel. Es wird ein Spiel sein, also keine App oder so, wie es leider bei solchen Titeln oft der Fall ist. Und ich möchte hier kurz was persönlich einwerfen. Wieso? Also wenn das so, es ist quasi versprochen, es wird so wie im Trailer. Also von der Grafik abgesehen, kann man seinen eigenen Park bauen, mit City Skylines oder mit Rollercoaster Tycoon und allen anderen sind ja mittlerweile fast schon alle Themen bedient, erfolgreich bedient und so. Und ich frage mich einfach nur, allgemein, ich will es niemandem vor den Kopf stoßen, aber wieso gibt es doch nicht mehr Dinosaurier-Spiele? Und ich meine das ernst gemeint. Ich meine, wir sind doch im Zeitalter angekommen, wo man schon lange nicht mehr als Nerd, als Verlierer, als Loser gilt, wenn man sagt, ich interessiere mich für Dinosaurier. Nein, schon lange nicht mehr. Ich meine, Jurassic World, ne, hat ja Millionen eingefahren, hat eine riesige Fan-Community, ich gehöre ja auch dazu. Und es gab damals Dino Crisis, das quasi ein Resident Evil mit Dinosauriern ist. Es gab Dino Crisis 2, was ich auch Let's Played habe, vor Urzeiten mal. Und ich kann eigentlich jedes Spiel empfehlen. Gut, momentan ist es ein bisschen lau. Ich meine, Ark ist zum Beispiel der berühmteste aktuelle Vertreter, wobei ich mit Ark selber nicht so viel anfangen kann, weil es nicht das ist, was ich mir davon versprochen gefühlt bekommen habe. Aber nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Nein, was es mir geht, ist, Zombie-Spiele kommen gefühlt alle zwei Tage raus. Ne, Left 4 Dead oder Fortnite oder. Ich habe nicht sicher diese Spiele, aber auf gefühlte 300, 500 Zombie-Spiele kommt mal ein Thema, was jetzt ist mit Dinosauriern. Und das finde ich schade,
weil für mich ist der Markt mit Zombiespielen einfach übersättigt. Jedes Call of Duty, jedes, also wirklich, es wurde ja schon, also gut, ich meine jetzt bei Red Dead Redemption mal abgesehen, wurde ja schon in vielen GTA-Titeln Zombie-Modus gewünscht und so, zum Glück nie erschienen. Das ist einfach was, was ich mal einwerfen möchte. Bitte, bitte mehr ernst zu nehmen, die Dinosaurier-Spiele. Weil im Gegensatz zu Zombies waren Dinosaurier real. Nee, das sind keine, also Monster, es sind keine Fabelwesen wie Drachen, es sind keine mythologischen Wesen oder auch, es sind real, die waren da. Man hat den Beweis und es muss jetzt keinen realistischen Ansatz haben, aber sie waren da. So, und jetzt komme ich zum letzten noch. Falls ihr einen Vorgeschmack wollt, bis 2018, empfehle ich euch mein Let's Play zu Jurassic Park Operation Genesis. Und wie gesagt, das habe ich dann auch habe noch nicht alles gespielt davon, aber ich habe auch nichts Neues mehr aufgenommen, weil ich habe noch andere Projekte, aber wenn ihr sagt, ja, gerne, sofort, dann mache ich mich da gleich ran. Also hätte mich eh wieder mal ran gemacht, aber habe genügend anderes Material, das ich noch zu veröffentlichen habe. Also es hat mich nicht geeilt, ohne irgendwelche böse Töne anzuschlagen. Gut, das war ein kleines Vorreview quasi und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann, tschüss.